Kann man beim Gebet bei der ersten und zweiten Raka'a auch nur Al-Fatiha sagen ohne andere Sura? Natürlich. Aber wenn du eine Sura hinzufügst, dann wirst du mehr Lohn im Gebet bekommen. Das ist beliebt in unserer Religion. Keine Pflicht. Verpflichtend ist nur die Surat Al-Fatiha, wallahu ta'ala ala wa'ala.